Heute vergleichen wir sie mal, das Realme 9 Pro und das Realme 9 Pro Plus. Klingt sehr ähnlich, sind sich auch sehr ähnlich, es gibt aber doch ein paar ganz nette Detailunterschiede. Ihr seht, die Gehäuse sehen doch sehr ähnlich aus. Jetzt natürlich mal abseits der etwas unterschiedlichen Farbwahl hier beim Realme 9 Pro und beim 9 Pro Plus. Aber in Sachen so zum Beispiel Kameramodul und Größe allgemein gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Was mir dann schon aufgefallen ist, ich habe es natürlich nochmal mit der Waage nachgemessen, das 9 Pro Plus ist ein gutes Stück leichter. Das normale Modell oder das normale 9 Pro kommt auf 200 Gramm, das 9 Pro Plus auf 182 Gramm. Also man schon knapp 10% weniger immerhin. Liegt unter anderem daran, dass der Akku beim Pro Plus ein bisschen kleiner ausfällt. 4500 mAh gegenüber 5000 mAh. Da ihr hier auch ein bisschen mehr Rechenleistung drin habt, kann man sagen, das 9 Pro, das normale 9 Pro, schafft ein paar Stunden mehr. Allerdings, selbst wenn ihr es relativ viel nutzt, solltet ihr auch mit dem 9 Pro Plus immer noch locker über den Tag kommen. Und ich würde sagen, so anderthalb bis zwei Tage sollten eigentlich auch drin sein. Beim normalen 9 Pro zwei Tage sollte man schaffen. Klar, wenn ihr viel spielt und sehr viele Videos schaut, dann geht es natürlich bei beiden Geräten deutlich schneller runter. Aber auch in Sachen Gaming und so einige Stunden sind natürlich im Akkubetrieb gar kein Problem. Wo wir schon beim Thema Spielen sind, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Leistung ein. Im 9 Pro habt ihr einen Snapdragon 695 5G von Qualcomm installiert. Also sehr aktuelles Modell, aber natürlich Mittelklassenmodell. Also bei Qualcomm geht das ja bis in die 800er Serie hinein. Und im 9 Pro Plus habt ihr ein MediaTek Dimensity 920 verbaut. Das ist da so noch nicht ganz das Flaggschiff, aber auch schon ziemlich weit oben angesiedelt. Tendenziell der schnellere Prozessor oder Chipsatz, muss man ja sagen, hier drin verbaut im 9 Pro Plus. Natürlich, gerade im Bereich so 3D-Anwendungen merkt man es denn doch, dass hier durchaus so, naja, 50% bis, hier sieht man es ja gerade, 1200 versus 2200 Punkte, also fast die doppelte Leistung durchaus rauskommen kann. Ein kleines Problem habe ich beim Pro Plus gesehen, das hatte ich allerdings auch jetzt schon mit dem Realme GT nach dem Android 12 Update, dass Browser-Benchmarks deutlich langsamer abschneiden als auch unter Android 11. Auch hier schneidet es tendenziell deutlich schlechter teilweise ab als das normale 9 Pro. Gehen wir aber mal davon aus, dass es eher ein Softwareproblem und ich habe es auch schon getestet, wenn man zum Beispiel den Hochleistungsmodus anstellt, ist alles wieder in Ordnung. Also ich tippe mal, da ist das eine Sache, eine Energiespareinstellung zusammen mit der Chrome-App, ja, dass da irgendwas noch nicht reibungslos läuft, aber es gibt ja in der Regel hier alle paar Wochen auch noch Software-Updates. Also das sollte sich eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten noch beheben lassen. Auf beiden Geräten kommt Android 12 zum Einsatz. So, gehen wir mal wieder zurück. Zusammen mit der Realme UI 3.0, da gibt es also natürlich keinen Unterschied. Und natürlich eben aktuelles Android 12 mit meistens auch aktuellen Android-Sicherheitspatches. Wir haben hier auf der linken Seite das normale Realme 9 Pro und hier das Pro Plus. Beide mit einem AMOLED-Display ausgestattet, minimal unterschiedliche Größe. Das normale Pro sogar mit 120 Hz statt 90 Hz. Bei der Pro Plus Version würde man denken, warum ist das denn schlechter? Ich habe allerdings für mich festgestellt, dass ich tatsächlich das Display vom Pro Plus etwas lieber mag. Denn wenn man es anwinkelt, ist jetzt hier unter den Bedingungen vielleicht nicht ideal zu sehen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen stabiler, vor allem was die Helligkeit angeht, wenn ihr es kippt. Also es ist definitiv ein anderes Panel, das man verbaut hat. Obwohl es ein bisschen kleiner ist und keine 120 Hertz bietet, finde ich doch das aus dem Pro Plus ein bisschen schöner oder sagen wir mal alltagstauglicher. Aber die typischen Smartphone-Spielungen habt ihr natürlich immer drin. Jetzt aber zu den Kameras im Realme 9 Pro und 9 Pro Plus. Und wenn man hier nur aufs Datenblatt schaut, würde man sagen, das 9 Pro hat hier eine 64-Megapixel-Kamera verbaut, das 9 Pro Plus nur 50 Megapixel. Ist denn hier etwa das 9 Pro besser als das 9 Pro Plus? Nein,
Wie auch schon beim Display, da hatten wir ja das Thema, das 9 Pro Plus auf dem Datenblatt formell schlechter mit nur 90 versus 120 Hertz, aber bei so Themen wie Blickwinkelstabilität merkt man dann das durchaus bessere Panel. Es ist auch hier so, dass Zahlen auf dem Datenblatt nicht zwingend mehr gleich besser bedeutet, denn die nur 50 Megapixel sind im Allgemeinen die bessere Wahl. Nicht falsch verstehen, auch das normale 9 Pro hat eine durchaus gute Kamera, hatten wir auch schon mal im Einzeltest des 9 Pro besprochen, gerade so im Bereich 64 Megapixel Aufnahmen, schön detailreiches Bild. Was mir beim 9 Pro Plus deutlich besser gefällt, ist nochmal die Abstimmung der Bilder. Es ist tendenziell ein bisschen kontrastreicher, nicht überkontrastreich, aber es sieht in der Regel einfach ein bisschen knackiger aus und ihr müsst einfach nicht so viel nachbearbeiten. Das 9 Pro, das normale, hat vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten, da es eben nicht so kontrastreich ist oder ein bisschen mehr Dynamik in ein oder anderen Bereichen vielleicht sogar bietet. Nichtsdestotrotz bin ich die schönere Kamera, vor allem auch hier die Ultraweitwinkelkamera, ist ein gutes Stück schärfer in den Bildecken, auch wenn sie auf dem Datenblatt gleich aussehen oder wird vielleicht einfach in der Software noch ein bisschen besser nachbereitet oder aufbereitet. Und auch hier der 50-Megapixel-Modus, ähnlich wie hier der 64-Megapixel-Modus, bringt nochmal mehr Details mit hinein. Aber natürlich auch hier in dunklen Bildbereichen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es fängt recht stark an zu rauschen. Ganz großer Vorteil aber noch des 9 Pro Plus, vor allem für die Leute, die mit dem Smartphone auch mal filmen wollen. Die 50-Megapixel-Hauptkamera hat eine optische Bildstabilisierung drin. Das heißt, es sieht auch schon mal deutlich ruhiger alles aus, wenn ihr es aus der Hand haltet. Und natürlich auch zum Film, es ist einfach deutlich stabiler als jetzt nur mit einer rein digitalen Stabilisierung. Also ihr merkt schon, obwohl es formell auf dem Datenblatt erstmal schlechter aussieht, auf jeden Fall die bessere Kameralösung hier drin. Und ich muss so sagen, auch im Lowlight-Bereich, also wenn man mit wenig Licht fotografiert, macht das 9 Pro Plus noch manchmal mehr her als das normale 9 Pro. Beide Smartphones sind natürlich mit einem 5G-fähigen Modem ausgestattet. Wir haben auch beide mal Outdoor getestet, wo dann auch wirklich guter 5G-Empfang war. Mein Vertrag von O2 gibt leider nur 300 Megabit pro Sekunde her, aber die haben wir in beiden Fällen im, ich sag mal, Bereich der Messtoleranz geschafft. Also was waren es hier, 298 und hier 294 bis 317 Megabit pro Sekunde. Also ich würde sagen, das haut ziemlich gut hin und auch lokal seid ihr schnell unterwegs im WLAN zu Hause. Hier gibt es dann allerdings auch schon wieder erste Unterschiede. Das normale Realme 9 Pro ist nur in Anführungszeichen Wi-Fi 5 fähig, das heißt WLAN AC. Im Realme 9 Pro Plus habt ihr schon das neue Wi-Fi 6, das heißt auch WLAN AX ist mit an Bord. Tendenziell hier also auch nochmal ein bisschen höhere Geschwindigkeiten oder auch tendenziell ein bisschen besserer Empfang, da die neuen WLAN-Router, die Wi-Fi AX fähig sind, auch noch ein bisschen besser agieren können, wenn es sehr viele WLAN-Netze in der Umgebung gibt. Also ihr merkt schon auch hier die Pro Plus-Variante mit dem MediaTek-Chipsatz nochmal ein bisschen im Vorteil. Realme 9 Pro oder 9 Pro Plus, wofür sollte man sich schlussendlich entscheiden? Beide Modelle haben so ihre Stärken. Ich würde sagen, das normale 9 Pro, vor allem mit dem etwas größeren Akku kombiniert mit dem etwas leistungsschwächeren Prozessor, kommt dann durchaus eben doch nochmal ein paar Stunden länger. Das heißt, wer vor allem ein Smartphone möchte, was jetzt nicht das allerschnellste sein muss und nicht die allerbeste Kamera haben muss, aber gerne lange halten kann und trotzdem ein schön aktuelles Panel zum Beispiel, ein schönes Display verbaut, der ist mit dem Realme 9 Pro auf jeden Fall gut beraten. Das 9 Pro Plus ist halt einfach nochmal das etwas bessere Mittelklasse-Modell oder das Mittelklasse-Flaggschiff, könnte man auch sagen, von Realme. Hat auf jeden Fall die bessere Kamera, nicht nur, was jetzt das bisschen kontrastreichere Bild angeht, aber auch so Stichwort optische Bildstabilisierung, hat eben hier und da noch ein paar Vorteile, wie zum Beispiel WLAN 6 statt 5, also auch da einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Und auch wenn es auf dem Datenblatt manchmal erst ein bisschen schlechter aussieht, also 50 statt 64 Megapixel oder 90 statt 120 Hertz, beim Display macht es eben doch in der Praxis die Sachen wieder besser. Also man merkt schon, das, was ihr hier mehr nochmal ausgeben oder investieren müsst, da bekommt ihr auf jeden Fall auch nochmal das bisschen bessere Smartphone für. Was wäre eure Entscheidung oder habt ihr vielleicht eins der beiden gekauft? Schreibt es auch mal gerne unten in die Kommentare hinein.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.